Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Ortlaufs frei nun am Dezember 2021. Noch zweimal frei nun und dann ist das Jahr auch schon wieder vorüber. Vorüber sind 17 Kalenderfensterchen meines Adventskalenders. 7 werden noch geöffnet und ich finde, man kann immer mal wieder einen Blick auf den einen oder anderen kurzen Film werfen. Hagens Adventskalender, heute der 17. Dezember. Diese Schachtel ist auch schon 65 Jahre alt oder sogar noch ein bisschen älter. Sie stammt aus meiner Kindheit in Dresden. Damals hatte ich den Wunsch, die kleine, bunte Bimmelbahn aus Holz zu besitzen. Es hat eine Weile gedauert, aber dann hat mir meine Oma diese Bahn geschenkt. Und dann habe ich damit mit riesiger Begeisterung gespielt. Ich denke, man versteht sofort, warum. Ein Bahnhof, ein Zug, viele Männer, Lampen, verschiedene Verkehrszeichen, ein wunderbares Ensemble. Emotionen pur. Und die sind auch 65 Jahre später noch vorhanden. Vor über 40 Jahren bat mich ein Verwandter aus Dresden, ihm bei einem DDR-Besuch die Baureihe 98 von Riva Rossi mitzubringen, im Tausch gegen eine große Pyramide aus dem Erzgebirge. Die sogenannte Kreuzspinne hat mich seinerzeit derartig beeindruckt, dass ich mir auch ein Exemplar zugelegt habe, obwohl ich kein Gleichstromer war. Das Original fuhr vor mehr als 100 Jahren auf der Windbergbahn vor den Toren Dresdens. Dass dieser Exot seinerzeit nicht von einer deutschen, sondern von einer italienischen Modellbahnfirma gefertigt wurde, das verwundert mich noch heute. Das ist die Maschine, die dem einen oder anderen von Ihnen wirklich gefallen hat. Mir auch nachzutragen wäre noch, das erste Exemplar ging 1910 in den Dienst und das letzte 1968 aus dem Dienst. Und dann hat mir noch jemand geschrieben, es gibt auch ein sehr schönes Modell von Gützold. Richtig, ich habe es auch, aber ich finde es nicht. Also ein bisschen Ordnung würde mir gut tun, aber naja, ihr wisst ja. Aber ich habe etwas gefunden, was ihr auch gelobt habt. Dieses Buch, es diente als Hintergrund von dem einen oder anderen Adventskalender. Und das ist mein großes Verkehrsbuch auf Straßen und Schienen in Luft und Wasser. Und jetzt geht es weiter mit Revolutz und Hägerli. Was hat Revolutz heute gefunden? Im Regal vom Hägerli haben wir eine wunderbare Schachtel gefunden. Eine Schuko Varianto 3010. Und das ist die Schachtel, die bei mir schon lange darauf wartet, geöffnet zu werden. Wow. Schuko Varianto. Beschreibung, Plan. Großartig. Hier ist die Beschreibung. Toll, mit Trafo. Kann man aber auch aufziehen. Trafo, ja. Aber ui. Keine Eisenbahn. Keine Eisenbahn. Lauter Autos heute. Wow. Oder wie bei uns, ein Kleinbus. Das ist das Führungsrad. Ja, da muss jetzt der Draht rein. Der Draht okay. Führt das Auto sicher über den Tisch. Und dann versuchen wir das mal hier so draufzusetzen. Rechtsrum, linksrum, ist egal. Aber hier, was macht er denn hier? Der fährt dann geradeaus weiter, schätze ich mal. Boah, es läuft. Das ist ein Schluck Kaffee wert. Mmh. Unglaublich. Der Beitrag wird am Wochenende online gestellt. Und jetzt sagen Revolutz und Hägerli Dank an einen Eisenbahnfreund aus der Schweiz,
mit einer traumhaften Handschrift. Ein Großbrief für Revoluz und Hegerli. Der Eisenbahnfreund mit der wunderschönen Schrift ist Christoph Peter aus Teilingen in der Schweiz. Er hat auch eine wunderschöne Spur-Null-Anlage und die hat er verewigt in einem Kalender. Und dieser Kalender war in einem großen Briefumschlag. Und ich habe Christoph Peter einen Tag später angerufen, habe mich ganz herzlich bei ihm bedankt und gefragt, darf ich diesen Kalender auszugsweise in Freinun zeigen? Und er hat mit Freude Ja gesagt. Und ich bin mir ganz sicher, ihr freut euch über diese Bilder und an den Motiven. Das sympathische Anschreiben an die Herren Spielbuben. Das sind die Hereswiler Kalenderblätter des Jahres 2022 in Reimform. Es reißen edle Kultgetränke und manchmal Tische, Stühl und Bänke. Vielleicht mal buntes Altpapier. Nicht zu vergessen Bier, Bier, Bier. Steine, Schotter, Kies und Sand. Gekühlte Früchte ziehen durchs Land. Kupfer, Silber, Gold und Eisen. Selbst der Christbaum kommt auf Gleisen. Frohe Festtage. Wie schön, kann ich da nur sagen. Weiter geht es jetzt mit ein paar Videos, die mir Eisenbahnfreunde zugeschickt haben. Da wünsche ich euch ganz einfach viel Vergnügen. Holger Meinl spricht von der neuen Dimension des Spielens. Ich denke, er ist auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Aber er ist nicht am Boden. Michi Meier schreibt, meine Familie war nicht ganz zufrieden mit der Weserbahn unter dem Baum. Zu klein, zu wenig rumpeln, zu nah am Tischrand. Ich habe mich an ein Primex Startset erinnert mit Industriebögen und siehe da, der Kreis passt wie angegossen auf den Tisch. Der Zug rumpelt und ich sage nur, jetzt kann Weihnachten kommen. Hans-Peter Schlatterer aus Freiburg hat mir dieses Filmchen geschickt mit dem Zusatz: Kaum einer kennt die berühmte Karl Bub Schnellzuglokomotive in der Spur 1. Jetzt, lieber Hans-Peter, sind es sicherlich einige mehr. Ich bin jetzt am Ende. Ich muss mich auch auf den Weg machen nach Lauingen zu KM1. Da habe ich nämlich das Vergnügen, auf der Hausmesse, zumindest virtuell, dabei zu sein. Und wir sehen uns wieder heute in einer Woche. Es ist zwar dann heiliger Abend, aber Freinun kommt trotzdem. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das war's von dieser Stelle aus. Macht's gut, bis denn und tschüss.